Hallo liebe Zuschauer, eine weitere Indie-Ecke. Ich begrüße euch zu Dex, einem Open-World 2D-Side-Scroller-RPG-Action-Adventure. Kann man so in etwa zusammenfassen. Sagen wir, starten mal ein neues Spiel. Das Spiel gibt es wie so häufig bei Steam. Jetzt habe ich gerade den Preis nicht im Kopf. Könnt ihr mal nachgucken. Ist ja alles unten in der Videobeschreibung drin. Something out of nothing. Something's raining down. A river of what to do's, who to be's. Stand out? Blend in? Help 'em? Go to war and win? Close your eyes, little bird. Tomorrow's a new world, little bird. Ja, wo wir da jetzt dran sind, wissen wir immer noch nicht. Okay. Press RB to fire. Okay, was ich jetzt hier gerade tue, fängt erstmal an, damit man irgendetwas muss man hacken. Damit geht's los. Okay. Okay. Ja, halt die Klappe. Wir sind also hier die gute Dame. Wir können natürlich schlagen, wir können springen und noch ganz andere Sachen machen. Und wer wir sind und warum wir verfolgt werden, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal die Cola mit. Hier kommen wir jetzt ein Ähnchen lang. Vielleicht sollten wir auch nicht in Richtung der Soldaten gehen, die uns verfolgen. Können wir hier rein durch die Tür? Nein, geht nicht. Und das ist auch schon der erste große Kritikpunkt. Manchmal weiß man hier in dem Spiel nicht so genau, was man machen muss. Und es ist mir insgesamt einfach zu dunkel. Ich bin mal gespannt, wie das nachher auf YouTube aussieht, aber teilweise, da sieht man keine Leitern. Da weiß man nicht, wo die Leitern hängen und, also ist mir auch schon passiert. Ja, hold down to crouch. Ja, das ist jetzt halt das Tutorial. Wir werden uns beigebracht, wie das Spiel selbst funktioniert. Ja, sehr gut. Panacea. Nothing we can cure. Das ist super. So, Achso, ja, hier. Wahrscheinlich durch die Tür. Ich gucke aber erstmal, ob hier noch irgendwas ist. Nein, ist es nicht. Ja, das Ganze steuert sich eigentlich ganz gut mit dem Xbox 360-Controller. Mal hier noch irgendwas, was wir looten können, natürlich. Einen alten Data-Chip. Den nehmen wir mal mit. Ich kann mal ganz kurz ins Menü reingucken. Das ist hier halt dieser der RPG-Teil. Wir haben unser Inventory, unseren Charakter, den wir nachher aufleveln können. Kann ich schon hier einen Punkt ausgeben? Mach ich mal direkt auf Lockpicking. Nein, kann ich leider nicht. Ja, Questlog ist natürlich auch da. Wir müssen einen Ort namens Fixer's Hope finden. Hört sich sehr vertrauenserweckend an. Tutorial kann man dann auch nochmal durchspielen. Ich zeige euch das ja jetzt mal ein paar Minuten und dann... Ah, Hilfe! Na, komm her. Mieser, kleiner. Also RC zu Block. Tot ist er. Was hat er denn dabei? Ein 40 Dollar. Danke, meine Dollar. Ja, ich zeige euch das jetzt ja mal ein paar Minuten und dann könnt ihr euch ja selbst entscheiden, ob ihr euch das kauft. Hat sicherlich Potenzial, das Spiel, aber wie gesagt, ein paar Sachen macht es verkehrt. Es ist mir einfach zu dunkel. Ja, ist ein Cyber-Adventure, okay, klar, gehört dazu. Aber manchmal, also wenn man an Orten vorbeiläuft und man dann nicht mehr irgendwelche Leitern oder Türen sieht, das ist nicht so schön. Mit B machen wir einen Takedown. Also praktisch anschleichen und dann erwürgen. Ist sehr viel besser als jedes Mal zu kämpfen. Und er hat chinesische Nudeln dabei gehabt. Die nehmen wir natürlich mit. Jeder liebt chinesische Nudeln.
Schön gebraten, süß-sauer, mit ein bisschen Hähnchen dazu. Bin nicht so ein Fan von Ente, aber ja, auch Ente geht. Nun ja, das hier sieht auch nett aus, also nett gemacht hier. Der Grafikstil gefällt mir schon. Kleines Indie-Entwicklerteam, auch mit der Sprachausgabe. Ja, kann man jetzt auch drüber meckern über die Sprachausgabe, das werden wir jetzt gleich sehen. Erstmal kommt jetzt das Intro. Wenn wir dann gleich den ersten Dialog haben, dann merken wir schon, die Sprachausgabe ist nicht professionell, aber immerhin sehr bemüht. Und das ist ja eigentlich das, was zählt. Und das dauert jetzt hier, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Minuten, dieses Intro? Nein, ganz so lange dauert es nicht. Ja, wir begeben uns jetzt runter in die Abflüsse, natürlich, wohin sonst. Und dann werden wir mal gucken, dass wir Fixers Hope erreichen. Kann ich springen? Uah, kann ich. Sehr schön. Und die Rebecca, die war auch dabei. Hallo Rebecca. Und die Maggie. Maggie Maxwell. Hört sich wie eine Superheldin an. Maggie Maxwell. Ja. In den Service-Chefs. Oh, Level Up. Das verzeihe ich dann noch erstmal. Machen wir mal auf den Nahkampf. Komm, hier. Perfekt. Super. Erste Hilfe braucht man nicht. Haben wir ja schon. Können wir hier entlang? Nein. Dann gehen wir doch einfach mal die Leiter runter. Synthetisches Bier. Mal sehen, was ich davon halten soll. Ah, Hilfe! Das sollte wohl so sein. Well, looky at you. What do we have here? Some little bird falling down from her nest. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Nicht professionell, aber bemüht. Vielleicht ein bisschen sogar affektiert, übertrieben, aber naja, lassen wir sie mal weiterreden. Die gute Lorraine. There be things prowling down below, girl. Should have stayed up top, up there with them respectables. Ja. Ja, nur weil ich jetzt hier runtergefallen bin, Please, I just need to reach Fixer's Hope. Ich glaube, es ist sowieso egal, was man hier sagt. Do you see me waving a yellow flag talking history? You won't see this territory, girl. There ain't no going through a how do I get there? Not unless I say. Yeah. Now, what you really here for, huh? You one of them clean up the street type of police? Yeah, yeah. One of them dig the dirt news people sniffing around looking up for your big break? I don't think we can be taking no chances, brother. Yeah, yeah. Was soll eigentlich Brethren bedeuten? Sowas wie Brüderin? Warum sagt sie nicht gleich Sister? Oder Bitch am Ende jeden Satzes? Bitch. Now, let's see what's in your pockets, girl. Ja. You ain't got no invite. Maybe you got something for my hospitality. Or maybe you can stick around. You got a boyfriend? Someone who'll pay a pretty price to see your pretty face again? Ja, ja. Please, just let me go. I don't want any trouble. It's a little bit late for that, honey. We get to decide what to do with your pretty ass, and we ain't done deliberating. Let's talk about this, please. I'm begging you. Just leave me. Let me leave. Begging, huh? Did your rich mommy teach you to ask nice, and then you'll get your ice cream? Well, I'm gonna enjoy watching you scream. Take it down, boys! Na gut. Ihr habt's ja nicht anders gewollt. Ich hab ja noch synthetisches Bier dabei. Für den Notfall. Aua. Hä? So. Erster Bosskampf. Gegen die doofe Lorraine. Also das mit dem Abrollen, das ist ganz praktisch. Haha. Ja. Lorraine tot. Eigentlich auch ganz gut so, dass die Sprecherin keinen Sex mehr hat.
Ja, ich weiß, ich bin böse. Hier nach rechts weiß ich jetzt eh nicht weiter, also gehen wir nach links. Wie gesagt, das ist alles sehr atmosphärisch, aber irgendwie, irgendwo, weiß ich nicht. Nein, es ist nicht schlecht, das will ich nicht sagen, aber... Ich kann das jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlen, das Spiel. Hat die das jetzt eingesammelt? Ach, ist ja auch egal. Oh. Der hat ein Brecheisen dabei. Und dieses Brecheisen können wir vermutlich nicht aufheben. Nein, wir können nur die Kohle aufheben. Auch das, wenn er eine Waffe dabei hat, warum nehmen wir die jetzt nicht mit? Wäre vielleicht besser, als wenn wir einfach nur mit Fäusten kämpfen würden. Einmal ganz kurz am Ohr kratzen. So, jetzt kann es weitergehen. Hier hinter können wir uns verstecken. Falls irgendein Gegner kommt. Eigentlich müsste er jetzt auch noch von links kommen. Naja, egal. So, komm, hier. Oi, oi, oi. Aua! Ich denke mal, am Anfang reicht es, wenn man sich einfach hier so ein bisschen durchprügelt. So, können dann ja immer noch ein bisschen hier von unserem Bier saufen. Gluck, 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 gluck. Ah. Sehr schön. So, hier in dem Raum war sowieso nichts drin, glaube ich. Warum mache ich den Raum dahin, wenn hier nichts drin ist? Ich weiß es nicht. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Wir treffen nämlich gleich den nächsten ziemlich durchgeknallten Typen. Wo geht's denn hier nochmal weiter? Hallo? Hallo? Ach, hier habe ich bestimmt wieder irgendwas übersehen, oder? Irgendeine Leiter oder so? Oh, Moment mal. Ah, natürlich. Dankeschön. Das hat er jetzt nicht gehört, bis wir hinter ihm runtergefallen sind. Ja, aber kein Problem. Da, durch die Dinger, die sind gefährlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ah, das erste kleine Rätsel hier. Auch austretende Gase. Muss man umleiten. Hier hat jemand $25 drin versteckt in diesem Sicherungskasten. Ja, sollte ich vielleicht auch mal machen. Bei mir im Haus vor dem Sicherungskasten Geld verstecken. Kommt bestimmt gut. Ist bestimmt lange da drin. So, ich glaube, wenn wir jetzt hier entlang gehen, kommen wir gleich... Seht ihr, hättet ihr jetzt diese Leiter gesehen, wenn ich jetzt nicht zufällig da dran gegriffen hätte? Ich hätte die nicht gesehen. Bin mal gespannt, wie das nachher aussieht auf YouTube. Na, seht ihr jetzt noch irgendwas? Ja, ich nicht. Ich sehe da nicht viel. So, jetzt gucken wir uns mal eben den nächsten durchgeknallten Typen an. Auch wieder tolle Sprachausgabe. Seriously, again? Look, I don't want any trouble, okay? What do you like out there when here has you shaking, eh? Too clean. No, too clean. Smell will bother her. Not seen you before. You with the Cedars? Lorraine? But maybe... Nein, Lorraine ist leider verstorben. That? She's gone done with Lorraine. Had it coming, she did, yep. Can't say I'll miss her, but out of here? What you wanting to get out for? I'm looking for a way to fix us hope. Fixer's hope? Heard of that place. Yeah. Full of big shot hackers gonna change the world. Ha! Did I tell it right? Did I? Let him die. Let him try, I said. Let him try, I'll be here, me and me cans. Ace and Jerry will be right here. And if dying's your thing, I mean going, stupid, okay. I can show you a way out of here. There's a tunnel ahead of you. We'll take you straight out of the sewers. Problem is, I know, I'm getting to it. The gate is locked. Locked it is. Yes, Lady Lou. Or... The ladder over there will send you down to those there sewers. Take longer, it will. And it's dangerous. I know what I'm doing. Just listen, will you? Just listen. Used to be some chemical factory down there. Yeah. Now it's all gas leaks and piss. Stain more than just your shoes, it will. Is there no way I can unlock the gate? Doubt the lock is hard to pick.
right. Mistake. But you don't strike me as the burglar type. I have the key. The key. Yes. Why didn't you say so? Could I have it, please? You could. Ja, also auf andere... Ja, die Klappe. Du sollst die Klappe halten. Der gibt uns den Schlüssel natürlich nicht. Wir müssen jetzt bei diesen sogenannten Cedars C4 klauen, um eine Brücke zu sprengen, um sein Zuhause von diesen Cedars abzuschneiden, damit er kein Theater mit den Cedars hat. Ich denke aber an der Stelle hier, ist es dann auch genug von Dex. Wie gesagt, ich habe schon Schlechteres gespielt. Ich will das Spiel jetzt auch an sich gar nicht schlecht machen, aber irgendwie so richtig der Kick kommt nicht rüber. Naja, vielleicht kommt es später noch, wenn man dann in der Oberwelt ist bei Fixer's Hope. Wer weiß das schon. Aber für den ersten Einblick sollte das genügen. Wenn ihr es kaufen wollt, wie gesagt, bei Steam, schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Ansonsten sage ich, I see you later. Bis dann. Bye, bye.